Also diese Konfrontation mit der eigenen Familie und eigentlich die, also Tod und Leben, also einfach, was ja dann nur im Film geht, einfach mal sagen, Tod und Leben ist jetzt mal außer Kraft gesetzt. Das heißt, die Toten leben und die Lebenden leben auch. Und das finde ich so einen spannenden Ansatz bei dem Film, also der mich auch irgendwie fasziniert, weil ich denke, das ist, ist ja mal lustig, so damit umzugehen. Um Gottes Willen, Fritz? Ja. Aber Fritz, du bist gestorben, und zwar vor 25 Jahren. Schau. Ist das so? Ich finde das Spannende an der Figur, dass er kein Problem mit dem Tod, oder der Tod ist nicht moralisch. Also das ist keine moralische Geschichte, sondern es ist alles wissenschaftlich. Und das interessiert mich an dem. Arsé, meine Liebe. Ich will herausfinden, was passiert, wenn ein Toter stirbt. Bitte warte. Warum haben Sie uns gerufen? Das ist eine Rolle, die eigentlich gar nicht in der Zeit ist. Die eigentlich gar nicht da ist. Und das wird die Polizei angerufen. Und dann kommt sie, aber nicht in der Zeit, in der der Film ursprünglich spielt. Weil der Film verschiebt ja eine Zeit. Und er sozusagen gibt auch mit seinem Auftritt in den Film eine andere Zeit vor. Und kommt aus einer anderen Zeit. Meine lieben Kommilitonen! Ich sage euch, ihr seid nicht umsonst von den Toten auferstanden. Nein, ihr seid gar nicht wirklich tot. Ihr seid wiedergeboren. Aus der Vergangenheit erwachsen ihm Gefährten und Kampfgenossen in Form seiner Burschenschaftler oder in Form dieses Polizisten, der aus der KOK-Zeit kommt. Das ist das eine, dass er Verbündete hat, und das andere ist, dass er versucht, mit seinen Mitteln Wege zu finden. Also allein die Tatsache, dass seine Mutter tot ist, spielt ihm als Juristen in die Karten, weil er dann sagen kann, naja, juristisch betrachtet ist ein Toter kein Mensch, sondern eine Sache. Und eine Sache kann mit niemandem einen Vertrag abschließen. Das heißt, der Vertrag ist ungültig. Also das finde ich sehr schön an der Figur, dass er mit solchen irren Dingen nüchtern umgeht und schaut, was kann man da machen in meinem Sinne. Und eine Sache kann keinen Vertrag mit irgendjemand abschließen. Die Konsequenzen sind dir hoffentlich klar. Da gibt es ganz viele Behauptungen, die diesem Irrsinn der Geschichte zum Schwingen oder zum Tragen helfen muss. Das heißt, ich muss versuchen, mich nicht ständig zu wundern, dann würde ich ja verraten, dass der Mann vielleicht auch ein Geheimnis hat.